Halli, hallo, hallöle. So, ich habe mal gerade geguckt, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Im Moment sind es nur 1,68 GB. Ja, ich weiß nicht, ob das in annähernd reicht. Also das Spiel gegen Hamburg kann ich definitiv noch hochladen. So, jetzt gehen wir aber erstmal der fünfte gegen den achten. Und das zu Hause. So. Everybody, along with Bill Clement, I'm Gary Thorne, and it is hockey time again. And tonight, we'll have this one between DEG Metro Stars and Frankfurt Lions. Frankfurt's offense will go, go, and go again tonight. Dann schauen wir doch mal, ob wir gewinnen können. Naja, gegen Köln habe ich ja einen schönen 4-1-Sieg eingefahren. Ach, schade. Und gegen Hamburg dann ein 2-1 nach Penalty schießen. Das sind immerhin 5 Punkte innerhalb von 2 Spielen. Also da kann man nicht meckern. Ja, also so. Ey, das war doch ein eindeutiges Foul, der hat doch Bein gestellt, Mann. Ey, die Schiris sind da echt für den Arsch bei dem Spiel. So, das... So, jetzt aber mal. Das war ja nichts Ganzes und nichts Halbes. Oh. Schön, aber... Normalerweise hätte das eine Strafe geben müssen. 2 Minuten für Beinstellen. Aber nein, der Schiri hat ja Tomaten auf dem Augen. So. Ach, schade. So, Kutschin. To McDonald. McDonald. So, jetzt kommt, also, nee. Im Sandkasten haben wir jetzt lange genug gespielt. Oh, jetzt Kopf. Ah.
schade. Icing. So. Natürlich, Stockschlag und keine Strafe. Kann ich nicht verstehen sowas. Tut mir leid, also nee. Wenn man das mal alles aufzählen würde, wie viele Strafen die eigentlich hätten. So, jetzt lauf, Collins. An! Tor. In this game is only a goal, Bill, and that's a surprise. Well, we'll see what happens when they come out of the locker room for the second period. They have to make some changes. The only good player was their goal. So, und das war eine Strafe, das 1-0. Habe ich da gerade richtig gesehen? 9 Torschüsse zu 2 Torschüsse? Ach du Scheiße. Alter. Die dürfen sich ja wohl alles erlauben, die. Meine Güte, ey. Kann echt nicht wahr sein. Alter. Irgendwie muss man doch den Gordon da irgendwie überwinden. Jeff Ulmer, der spielt zurzeit bei der DEG. Aber ich kann ja hier sowieso keine Transfers machen. Wie ich es euch ja schon mal gezeigt habe. Oh, Holland. Kreuzer. Mann! Von der Spielweise ist dieses Spiel geil. Ohne Frage. Aber die Strafen sind sowas von unrealistisch gehalten. Da fliegt er über das Tor hinaus. So. Mal wieder ein bisschen Ruhe hier reinkriegen. Und schon wieder. Oh, die erste Strafe. Ah. Kann doch echt nicht wahr sein. Rein theoretisch hätten die schon viel, viel mehr. Nein! Right through the middle of the ice, and he got it on the tape.
That shot comes in close. Loose puck in the zone. He's got it. Takes that pass from down low. He's got it along the line. You got geblockt, ey. Good defensive play to get that puck out of there. Under pressure back in that defensive zone. So Collins. He goes with that one. Good stick handling here. Na super. Alter Schwede. Na geht doch! Geht doch! Ausgleich! Geht doch! Schön in den Winkel rein. The Metro Stars offense finds a way here in this second period to get this thing knotted up. Gary, I can smell OT already so. Early in the second period. To Traverse. Mal gucken, ob uns dieses Tor wieder wachgerüttelt hat. So bestimmt nicht. There's a neutral zone breakup with that stick. To the point now. So. Scheibenkleister. This is outstanding passing. I mean, this is the key to getting everything set up. It starts with the passing. Hä? I for Beep Schweizer. Der war knapp. Manche Dinger, die sind sowas von verdammt knapp. Gibt's echt nicht. Tja, zweite Drittel vorbei und es steht 1-1. Wer die Hoffnung auf viele Tore hatte, tja, man sagt ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube da irgendwie nicht mehr so wirklich dran. Aber das zweite Drittel gehörte definitiv mir. So. Und auf geht's ins letzte Drittel. So, Collins. Mein führender Torschütze. Meine Güte, nee. Under 2 minutes gone by here in the third. McDonald's goal, good enough to tie this one up. It's a new. Oh, he wristed that. Good shot from a tough one. Naja, das war zwar ein Schüsschen, aber man kann es ja mal versuchen, oder?
still has it in the offensive end. That puck's just going to hit him and play to Ulmer. Collins. Na ganz toll. Can he clear to Slaney? To Tanuk. Oh. It's around him. That one had goal marked all over it. What a save with the glove. Ja, aber keine Schlägerei. Boah, ich verliere jedes Bulli hier. Ah, da laufe ich am Puck vorbei. Halt, Herr. He picks up the loose puck. Quick shot. Gordon's night, if it's dictated. Na komm, box dich. Unbelievable. I mean, he had to be so quick. Saves, and finally he was able to get the whistle. That's a smart play. All der Schwere. Oh, ich hab meinen Bulli gewonnen. Jawohl! Chris Harrington, ich glaube, sein erstes Tor. That's a tremendous shot. He got all of it and he buried it where he wanted it to go. Hardly even see it. I mean, can you say it? Light beam? Nee, sein zweites Tor. Here in this third period, there's a big goal to put him up by one bigger because of the way they're playing. Without a doubt. All kinds of puck possession. Believe me, their opponents have... So. This is armed robbery. I can't believe he got that with the glove. It was labeled for the twine. So. Na, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Türchen. Aber natürlich auf unserer Seite, ne? Also, Ach, Kacke. Ich meinte Mist. So. Ach, ich wollte schön zu dem nach vorne passen. Aber das ging leider nicht. Ja, super. Was ist? Warum das? Was habe ich denn gemacht? Das war doch nichts. Ja, ich krieg natürlich 2 Minuten wegen Bandencheck, aber wenn die Frankfurter mich gegen die Bande checken, dann kriegen die natürlich nichts. Logisch, klar. Das ist der Computer. So, Collins! Collins! Nein! Kann nicht wahr sein, echt nicht! Ey! So. Ey.
Kolchak at center ice. Komm, Reimer, deiner, 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 deiner. Wunderbar. Teams are back at even strength. Receives that puck back on the point from down low to Collins. Gordon's gonna cover that one up for a face-off. Ey, entweder verliere ich ein Spiel mit 2-1 oder ich gewinne ein Spiel mit 2-1. Ist doch nicht möglich. Oh-oh. Oh-oh. Now you gotta hustle it. We're close in this game and running out of time. With that whistle, a face-off, he covered it up. Naja. Eisenfaust Basani. Collins is gonna take the draw. He's been excellent in this game. Collins' efforts in the dot, magnificent. That's one of the reasons his... Wo ist er? Oh, da ist der Schiri direkt wieder. Kann doch echt nicht wahr sein, echt nicht. Defensive zone face-off win right when they needed it. And those who come together along the boards. Ooh. The Slaney to Tanuk. Take that puck from down low, go back to the point. Snap that one on net. Time running out, one more chance up the ice. To Reimer. Collins. Look at the opportunity. Schön, Collins. 3-1. Super. Your goaltender, yes, it's a high risk venture, but they had no choice. 10. Tor. You'll carry that puck into the offensive zone. Puck's under there somewhere. Buddy Paul trying to free that up. Ja, 3-1 gewonnen. Das heißt, ich habe jetzt 3 Siege in Folge. Geil. Obwohl, ja, gegen Köln 4-1 gewonnen. Ja. Und das war das Spiel gegen Hamburg, Frankfurt. Huch, nein, ach komm, Gottes Willen, kein, nein. Beenden. So, beenden. Ja, das zweite, dritte, dritte gehörte definitiv mir. So viel steht fest. So, nachdem wir 3 Punkte gegen Frankfurt eingefahren haben und das nächste Spiel in Berlin ist, schauen wir mal, wo auf welchem Platz wir sind. Hä? Wir waren nur 8. Jetzt sind wir 10. Wie kann denn das sein? Super, ey.
Egal. Gut. So, das nächste Spiel ist wie gesagt in Berlin und ich habe jetzt gar nicht geguckt, auf welchem Platz Berlin ist, aber egal. So, habt noch einen schönen Tag, macht was draus, die Sonne scheint ja und haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.